Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Wenn man rausguckt, liebe Gemeinde, könnte man sagen, so ist das mit dem Evangelium. Am ersten Tag scheint alles wolkenverhangen zu sein, es hat geschneit und man wusste nicht genau, wie sich das entwickelt. Zwischendurch gibt es noch Glatteis, aber am Schluss scheint die Sonne. Sehen Sie, so ist das, wenn man sich dem Evangelium von Jesus Christus öffnet. Eine Woche nun durfte ich in Ihrer Gemeinde dabei sein und mit vielen unter Ihnen über eine der größten Predigten der Weltgeschichte nachdenken, die durch Jahrtausende hindurch nicht nur die Gelehrten bewegt hat, sondern auch immer wieder Herausforderungen und Infragestellungen von vielen, vielen Christen international aller Herren Länder gewesen ist. Über die Bergpredigt Jesu, dieses Mannes aus Nazareth, des Sohnes Gottes, unseres Herrn. Die Bergpredigt, so mögen auch etliche unter uns festgestellt haben, ist immer neu eine Fundgrube im Blick auf ein gelingendes Leben. Eine Schatztruhe, deren Inhalte entdeckt und festgehalten werden wollen. Und schon damals, als Jesus seine berühmt gewordenen Worte zum ersten Mal formulierte, macht manch einer der Zuhörer durchaus und mit Recht gefragt haben, wenn so gelebt wird und auch gedacht haben, wenn so gelebt würde, wenn das wäre, wahr wäre, das wäre in der Tat nicht nur für uns persönlich, sondern für eine ganze Welt ein tragfähiges Fundament. Und gleichzeitig haben die Zuhörer Jesu wohl auch gefragt, wie es auch einige unter ihnen getan haben in dieser Woche und haben sich gesagt, guter Meister, geht es nicht auch ein bisschen einfacher? Das mit der Feindesliebe, das mit der Treue im Blick auf die gelebte Ehe, das mit der linken Backe und der zweiten Meile, das ist uns einfach zu schwer. Hast du es nicht ein wenig billiger für uns? Und Jesus antwortet, natürlich könnt ihr billiger bauen. Das tun ja viele, viele andere auch. Aber schaut genau hin, wie es in der Gesellschaft und um euch herum zugeht, wackelt und knirscht. In der Gewinn vor Gemeinschaft und Macht vor Nächstenliebe geht. Und wie ein Meister der orientalischen Rede, das war eben Jesus auch, endet er seine große Predigt mit einem Gleichnis, einem ganz schlichten Bild, das sehr eindrucksvoll ist, das sofort hängen bleibt und haften bleibt und zu manchem Anlass zum bleibenden Nachdenken gebietet. Und so gehört es sich auch am Ende der Bergpredigt einer Woche über diesen Text etwas zu sagen. Da heißt es in Kapitel 7, Verse 24 bis 27, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Ganz schlicht, so war es immer, bis heute, Jesu Art, erzählt er von zwei Menschen, die vor einem Hausbau stehen. Wahrscheinlich in einer konjunkturell verheißungsvollen Situation. Da lohnt es sich, wenn die Zinsen sowieso nichts bringen, das in Immobilien anzulegen. Beide bauen ganz ähnliche Häuser. Und doch wird der eine klug und der andere töricht genannt. Der Törichte legt wie der Kluge mit großem Eifer los, setzt Stein auf Stein und baut ein sehr formidables Haus, das er bald schon sein eigen nennen darf. Aber er hat für den Augenblick gebaut, fürs nächste Jahr sozusagen. Gefährdungen für schwierige Zeiten hat er nicht in den Blick genommen. Es war daher auch nicht groß als tragisch angesehen, dass er das Haus auf sandigem Fundament gelegt hat, Talgrund sozusagen. Und zunächst ist sein Haus auch von dem des Klugen, zumindest so äußerlich, nicht ansatzweise zu unterscheiden. Wenn keine extremen Wetterverhältnisse eintreten, kann ein solches Haus richtig lange halten. Solange die Sonne scheint, ist keines der Häuser in Gefahr. Tritt aber einer, wie es dort in den Wadis geschehen kann, dieser sintflutartigen Regenfälle ein, dann ist mir nichts, dir nichts, Alarmstufe 1 angesagt. Der Regen unterspült die Mauern, schwemmt die Erde weg
Und viel schneller, als es je geahnt oder befürchtet würde, bricht das Haus in sich zusammen. Das Haus fiel ein, sein Fall war groß, so sagt Jesus hier. Meine nur keiner, das wäre nur dort in den ausgetrockneten Wadis in Palästina der Fall. Man denke einmal an den 12. März vor 3 Jahren in Japan, als ein gewaltiges Seebeben mit bereits kurz darauf eintretendem noch gewaltigerem Tsunami über das Land fegte und die Häuser wegradierte und die Menschen noch dazu, in einem Nu sozusagen. Nein, liebe Gemeinde, der christliche Glaube ist keine Theorie, schöne Theorie für Universitätsdebatten oder für einen Plausch nach Feierabend am Stammtisch mit Bier und Pfeife. Noch viel weniger ein Glasperlenspiel für gewiefte Fragen und exklusive Gedankengänge. Das Hören auf das Wort Jesu darf nicht zum frommen Feierabendhobby werden oder gar zu einer Ruhestandsbeschäftigung entarten. In der Gottesfrage geht es immer um die Lebensfrage. Letztlich um Sein oder Nichtsein, wie ich am Freitagabend ausführte. Um alles oder nichts. Um Zukunft und Ziel unseres Lebens. Oder um Verzweiflung und bleibende Not. Jeder von uns baut an seinem Haus des Lebens, ob er Konfi sein mag oder im Ruhestand noch einmal sein Leben bedenkt. So jedenfalls hat es Jesus gesehen und so ist es auch in der Tat. Das Haus steht als Ursymbol für Heimat, Wohlergehen und Leben. Anfangs helfen beim Bauen, das wissen wir alle, noch viele andere mit. Die Eltern mit ihrer Liebe und Fürsorge. Lehrer, die das nötige Rüstzeug mit auf den Weg geben. Vorbilder und Freunde, an denen wir uns orientieren können, wie gut, wenn man solche guten Vorbilder hat. Und je älter wir werden, umso mehr tragen wir dann die alleinige Verantwortung für den Bau unseres Lebens. Wie viel Zeit und Mühe verwenden wir darauf, in unserem Leben voranzukommen? Und das ist gut so. Es muss ja auf gutem Fundament stehen. Und vieles zu verbessern, Dinge in unserem Leben nochmal neu zu überdenken. Der Mensch, der nichts mehr plante, keine Ziele mehr hätte, er ist auf Stillstand angelegt und da ist der Tod im Topf, wie man so sagt. Er wäre schon lebendig begraben. Leben, das heißt immer Dynamik, Bewegung, Aktivität und jeder Tag verändert auf irgendwelche Weise etwas. Jesus will uns sehr bewusst machen, dass unser Leben eine Baustelle ist. Solange wir leben, sind wir Hausbauer. Doch, und da geht's für jeden von unter uns ans Eingemachte. Was, so wagt Jesus zu fragen, was ist uns wesentlich auf unserer Baustelle Leben, die wir ganz persönlich nur für uns zu bauen haben? Die Wohnlage zum Beispiel? Oder die Zimmerzahl, die Fassade, der Balkon? Ich dachte vorhin, als ich da saß, da hinten wird jetzt ein Haus gebaut, für Ihre Sicht auch nicht gerade das Optimale. Die Wohnlage oder der Balkon, die Terrasse, der Garten, die Aussicht, die voluminös eingerichtete große Stube, das und. Alles wollen wir gerne auf Vordermann bringen und es soll so richtig gut sein. Ganz woanders hin weiß Jesus. Er lässt sich eben nicht beeindrucken von Größe, von Glanz, und von Fassade. Das ist das Gemeine, sage ich jetzt mal an Jesus, dass er immer durch die Fassade hindurchguckt. Es ist gleichzeitig das Großartige. Der nimmt mich nie mit meiner Maske, sondern will immer mein Gesicht sehen. Er fragt nach dem, was mehr oder weniger unsichtbar im Boden verborgen ist. Weil er weiß, dass es für die Stabilität und Sicherheit, für die Zukunftsträchtigkeit des Hauses meines Lebens von entscheidender Bedeutung. Er fragt nach dem Fundament. Dabei spricht Jesus nicht vom Vergleich mit einer billigen Bruchbude und einer massiven Villa, sondern er selbst stellt durchaus 2 Traumhäuser einander gegenüber. Eins schöner als das andere. Beide versprechen ein komfortables, ein glückliches Leben. Doch erst im Sturm und Unwetter zeigt sich, was wirklich der gewaltige Unterschied ist, auf erschreckende Weise. Das eine bietet echten bleibenden Schutz und hält auch dem größten Sturm stand, stabil. Das andere fällt in sich zusammen,
wird einfach weggerissen. Und woran liegt es? Wie so oft in unserem Leben, am Fundament. Wer meint, die ist bildhübsch, also ist meine Traumfrau, hat noch nicht unbedingt das beste Fundament für eine Ehe gelegt. Auf Fels oder auf Sand gebaut, das macht Monate, ja jahrelang, vielleicht sogar ein ganzes Leben lang, keinen sichtbaren Unterschied gemacht haben. Doch dann im Ernstfall, in der Feuerprobe des Lebens sozusagen, zum Beispiel, wenn der Hausarzt eines Tages ein bedenkliches Gesicht macht und auf der Röntgenaufnahme sich eine krankhafte Veränderung zeigt. Oder zum Beispiel, wenn auf einmal die Ehe in Straucheln gerät, Kinder irr oder Abwege einschlagen. Und ich kann sie nicht halten. Sie gehen ihren Weg. Die falsche Clique, der falsche Freundeskreis. Ich hab's doch nicht in der Hand. Oder. Das Haus unseres Lebens ist ja viel stärker bedroht und längst nicht so sicher, wie wir das oft meinen. Gerade in der Krise zeigt sich, was Bestand hat oder nicht. Und das ist so. Alle Stürme, die je und dann um unser Lebenshaus pfeifen, sind ja nur ein Vorspiel, so sieht es Jesus jedenfalls, auf das Wetter Gottes, dem es einmal ausgesetzt sein wird. Wenn er Bilanz zieht, wenn alles Bisherige zweitrangig ist und wir dem lebendigen Gott, ich darf es mal so sagen, Auge in Auge gegenüberstehen. Bei uns im aufgeklärten Mitteleuropa meinen die meisten, man müsse dem allgemeinen Trend folgen, das haben wir in dieser Woche mehrfach bedacht. Dann werde die Richtung schon stimmen. Vorsicht! Wenn es um letzte Wahrheiten geht, um die Stabilität meines eigenen Lebenshauses, würde ich mich nicht auf die Mehrheit verlassen wollen. Oder glauben Sie, dass die ethischen Positionen der Mehrheit in unserem Volk, die ja stark ins Trudeln geraten sind, auch wirklich ein solides Fundament für eine bleibende Zukunft sind? Wie haben Sie doch alle damals gesungen, Führerbefehl, wir folgen. Wohin denn eigentlich? Und auf die Frage nach dem totalen Krieg Goebbels damals in Berlin, die haben alle begeistert Ja gerufen und gar nicht drüber nachgedacht, was das bedeutete. Welcher falsche Ton, so singt einmal Manfred Siebald, der berühmte christliche Liederdichter, welcher falsche Ton wird richtig dadurch, dass jeder ihn pfeift? Welcher saure Apfel wird süß dadurch, dass jeder nach ihm greift? Was alle meinen und tun, ist noch längst nicht wahr und solide und mit Sicherheit nicht unbedingt tragfähig. Keiner, der ein Haus bauen will, lässt sich einfach so auf etwas Nebensächliches ein und billiges Baumaterial liefern und baut drauf los. Wir alle wissen, wir brauchen Fachleute, die uns beraten. Einen soliden und guten Architekten, einen Statiker, einen Handwerker, der sein Handwerk versteht. Wer beim Bauen klug sein will, der folgt dem Rat des Experten. Und Freunde, wenn es ums Lebenshaus geht, gibt es keinen besseren Experten als diesen Mann aus Nazareth. Ich weiß, wovon ich rede. Ein solides Fundament für sein eigenes Leben braucht und haben möchte, der braucht ihn. Viele meinen, ohne ihn im Leben gut auskommen zu können. Und meinen, den Rat des Fachmanns für Bleibendes, für eine tragfähige Zukunft ruhig außer Acht lassen können. Wenn auch alle, dann kann ich es auch mitmachen. Manche meinen, auf Bildung, auf Geld, auf Ansehen, auf viel Spaß aufbauen zu können. Ich habe auch gerne Spaß. Gestern schrieb mir mein Co-Pastor aus Neustadt, mit dem ich viele Jahre zusammengearbeitet habe, ich habe sie gekriegt, 4 Karten für HSV gegen Bayern. Scheint mir aber kein Spaß zu werden, denn wenn ich den HSV im Moment sehe und auf der anderen Seite Bayern, scheint es mir in die falsche Richtung zu gehen. Wir sind dabei. Ist ja vielleicht alles gar nicht so schlecht, aber das allein trägt doch das Leben nicht. Das letzte Hemd hat keine Taschen, so sagt man. Die Begeisterung der vielen, der Jubel der Massen, das habe ich gerade in solch einem Kontext, von dem ich eben sprach, des Öfteren und immer wieder erlebt, die schwenkt doch sofort von einem Extrem ins andere. Mit einer guten Bildung kann man natürlich Karriere machen. Warum auch nicht? Aber nicht allein sein Leben absichern. Mit Anstand und Ordnung lässt sich ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn halten und das ist wichtig. Nicht unwesentlich.
Aber es gibt noch kein Lebensfundament. Ein Fundament muss halten, auch dann noch, wenn es um uns herum blitzt und donnert, selbst wenn alles ins Wanken gerät. Und Freunde, da setze ich eben alles auf eine Karte, von der ich felsenfest überzeugt bin, dass sie durchträgt und dass sie sticht. Und die beschreibt der Apostel Paulus, wir haben es eben gerade gehört mit den Worten, einen anderen Grund, ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, das gelegt ist, welches Jesus Christus. Deshalb achten Sie in Ihrer Gemeinde auch immer wieder darauf, ob der Pastor oder die Pastorin, die Mitarbeiter von Jesus reden. Das ist das Fundament, das Kirche erhält und trägt. Alles andere ist zweitrangig. Niemand anders als Jesus Christus. Wenn ich einmal vor Gott stehen werde, und ich werde einmal vor Gott stehen mit absoluter Sicherheit, jeder einzelne von uns, dann wird alles, was nicht wirklich tragfähig ist, alles Scheinheilige, alles Vorgetäuschte, alles Unechte, alles Vordergründige in sich wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Die mühsam gepflegte Fassade unseres Lebens wird nicht tragen. Aber das Fundament, Freunde, dieses Fundament trägt. Jesus, wer meine Worte hört, nehmen Sie das ernst für Ihr Leben. Hören Sie täglich in Ihre Bibel hinein. Das ist gut so. Mit ganzem Herzen. Hier redet er, der Herr, der Allmächtige, der Bleibendes zu sagen hat. Hören Sie im gottesdienstlichen Miteinander am Sonntag gut zu. Wir brauchen auch das Wort des anderen. Fragen Sie ruhig, Herr, was willst du mir heute sagen durch dein Wort für die Woche? Wer so fragt, existenziell fragt, der bekommt auch Antworten, da bin ich ganz sicher. Hören Sie aufmerksam zu, wenn Sie beten. Wie hieß es in der Bergpredigt, nicht plappern wie die Heiden. Nein, Gott reden lassen und hören, wie Jünger hören. Gott schweigt nicht. Suchen Sie das Gespräch mit anderen Mitchristen. Auch in der Gemeinde, nicht umsonst hat Bonhoeffer einmal gesagt, der Christus im Bruder ist größer als der Christus im eigenen Herzen. Will sagen, der ist unbestechlicher. Und in dem kommt mir das manchmal klarer rüber, als ich mir das selbst vielleicht einrede. Hören ist wichtig, aber beim Hören darf es nicht bleiben. Wer meine Worte hört und sie tut, heißt es hier. Es kommt letztlich nicht darauf an, was wir von Jesus wissen. Einer kann hochgebildet diesbezüglich sein. Und einer weiß nur ganz wenig, aber setzt es für sein Leben um. Und darauf kommt es an. Kommt nicht darauf an, was wir allein gelernt haben, das kann gut sein. Es kommt darauf an, dass wir hören und tun. Jesus gut finden, da gibt es viele, ganz viele, auch in unserer Gesellschaft. Aber dann gehen sie wieder zur Tagesordnung über. Aber Jesus sucht, wie Kierkegaard und in seinem Gefolge Bonhoeffer es gesagt haben, Jesus sucht keine Bewunderer, sondern Nachfolger. Nachfolger sind die, die hören und tun. Und die, so stellt es Jesus in Aussicht, die bauen ihr Haus auf ein ganz solides Fundament. Die Worte von Jesus, sie sind solch ein Fundament, denn sie vergehen nicht. Meine Worte bleiben in Zeit und Ewigkeit, so hat er selbst gesagt. Sagt ein portugiesischer Seifenfabrikant zu seinem Priester, ach wissen Sie, das Christentum hat auch nicht erreicht, was es einmal erreichen wollte. Eigentlich nichts. Obwohl es schon fast jetzt 2000 Jahre gepredigt wird, ist die Welt nicht besser geworden. Es gibt immer noch so unendlich viel Böses. Der Priester weist auf ein ungewöhnlich schmutziges Kind hin, das am Straßenrand direkt im Dreck spielt und bemerkt, übrigens Seife hat auch nichts erreicht. Es gibt immer noch Schmutz und schmutzige Menschen in der ganzen Welt. Seife, entgegnet der Fabrikant, Seife nutzt nur, wenn sie angewendet wird. Der Priester antwortet, so ist es auch mit dem christlichen Glauben. Wer sich an Jesu Worte hält und sie tut, der wird die Welt verändern. Nicht, weil er sich jetzt selbstständig zu tragen vermöchte. Nein, weil er getragen wird. Heute in der Losung heißt es im Liedvers, ja, ich will euch tragen bis ans Ende hin und ihr sollt einst sagen, dass ich gnädig bin. So hat es Jochen Klepper einmal formuliert. Weil es auf dem felsenfesten Grund steht, den niemand wegnehmen kann. Und Jesus Christus, dieses Fundament, hat Gott selbst gelegt.
Und wenn ich einmal vor Gott stehe und vieles von meinem Leben mir um die Ohren fliegt, dann, weil es eben nicht auf diesem Fundament verankert war, dann darf ich ganz still werden und stammeln mit Martin Luther, der in seinem Glaubensbekenntnis, wie er es einmal formuliert hat, Folgendes sagte. Ich zitiere: Mir ist wegen bisher angeborener Schwachheit und Bosheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich bewusste Zurückbleiben vergebe, dann ist es aus mit mir und ich muss verzweifeln. Wie Judas mich an den Baum hängen. Aber nein, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi. Ich halte meinen Herrn ganz fest. Dann spricht Jesus zum Vater, dieses Anhängsel muss auch mit durch. Er hat zwar nichts gehalten und alle meine Gebote übertreten, aber er hängt sich an mich. Vater, was willst, ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlüpfen. Luther, das soll mein Glaube sein. Deshalb bin auch ich auf ewig gerettet und habe eine große Zukunft vor mir. Nicht, weil ich in irgendeiner Weise ein guter Mensch wäre, sondern weil ich mich an Christus gehängt habe. Und er sagt zu mir, und sein Wort ist wahr und trüget nicht, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Lassen Sie uns beim Bau unseres Lebenshauses, wo es um Bleibendes geht, auf das Fundament setzen, das trägt, auf Jesus Christus. Und heute mit der Umsetzung in unser Leben konkret beginnen. Es lohnt sich und trägt durch, ganz sicher. Gott segne Sie alle und vielen Dank, dass Sie mitgewirkt haben, mit dabei waren. Er segne Sie und Ihre Gemeinde und danke, dass meine Frau und ich diese Tage hier bei Ihnen sein durften. Amen. Thank you.
Eine Kanzel ist durchaus für viele Dinge zu gebrauchen. Müsst ihr einmal jetzt hier weiter nach vorne kommen. Unter anderem auch, um ein sichtbares Dankeschenk zu verschenken. Ich weiß nicht, ob es dir schon bei der Predigt aufgefallen ist, dass hier auch ein besonderer Duft davon aufstieg. Das sind Dinge aus unserer Region. Wir danken euch sehr, dass ihr euch habt einladen lassen. Mitten aus einer Arbeit, der euer ganzes Herz gehörte, und wir haben etwas davon geahnt, was darin steckt, wie verantwortungsvoll und übervoll euer Dienst in Ostholstein war und jetzt in Schleswig-Holstein noch ist. Und dann sind 9 Tage Lehrberg ja nicht nur die Tage der Bibelwoche, wo ihr hier wart und wo ihr angekommen seid. Es ist eigentlich ganz schade, dass Felde bei Kiel über 300 Kilometer weit weg wäre. Das wäre schön, wenn das in der Nähe wäre. Und das nicht nur jetzt 9 Tage wären, sondern ihr hier wärt. Na nun, es ist anders. Herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Und auch für einen sehr erfahrenen Pfarrer stecken nicht nur 9 Tage Lehrweg in so einer Bibelwoche. Da wird mancher Tag mit der Bergpredigt vorher drin gesteckt haben. Ganz herzlichen Dank, das hat man gemerkt. Was war Ihre Beispielgeschichte, die Sie jetzt durch die Woche mitgegangen sind? Der General von Zieten, Vogel mit den 2 Köpfen, Vergebungsbrief von der Malersfrau, Peter Paul Rubens, oder der Bahnwärter, das Bild für die Liebe Gottes, der seinen Sohn nicht verschont. Das war Ihre Beispielgeschichte, die hängen geblieben ist. Müssen wir jetzt sammeln? Können wir nicht. Und was war Ihre Frage? Wir haben in dieser Woche mit Ihnen das Tischgespräch in ganz besonderer Weise eingeübt. In Kleingruppen während dieser Zeit. Was war Ihre Frage, die Sie besonders beschäftigt haben? Und das Wichtigste, das waren jetzt gar nicht Fragen und Geschichten, Sie und Ihr habt uns das Wort Jesu weitergegeben. Und deswegen meine letzte Frage, was ist Ihr Wort, das Sie mitnehmen? Wo hat Gott bei Ihnen angeklopft, Ihnen etwas klar gemacht, Sie erinnert, Sie ermutigt, Sie auch zu Wegen bewegt, die vielleicht vorher nicht gangbar waren, zur Versöhnung, zur Annahme? Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr uns das Wort Gottes nahegebracht habt und uns so vertraut geworden seid, auch durch die stehenden natürlich Gespräche an Tischen. Das war ich gerne hier in der Nähe. Ein sichtbares Dankeschön soll es geben. Einen handgreiflichen Dank. Der ist nicht unendlich haltbar. Nicht? So haltbar, dass das nicht in diesen Tagen auch essen müssen. Das Ehepaar Kramer hat 2 Kinder, die kommen zu Besuch. Da hängen noch wieder andere dran. Da kann man sowas ganz gut gebrauchen. Deswegen an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Ja, wir waren gerne hier. Sehr gerne. Sehr gerne. Schön, dass wir Sie kennenlernen durften. Und ein Auf Wiedersehen, sag ich, nicht? Aber das müssen wir mal sehen, wie das gefügt wird und gehen kann. Soll ich das erst wieder auf die Kanzel stellen? Sicherheitshalber gleich mit. Das Problem ist jetzt, dass zumindest Pfarrer Kramer und ich nach Meißen müssen. Da ist um 11 der 2. Gottesdienst. Insofern würde ich sagen, dass... Genau, zügige Verabschiedung. Gottes reichen Segen für Sie alle. Würde jedem gerne noch persönlich die Hand drücken. Habe ich über jeden gefreut, der an einem der Abende manchmal bei Glatteis oder bei Regen oder ich weiß nicht was gekommen ist. Und jeder andere auch sei herzlich unter den Segen und den Schutz und die Begleitung unseres Gottes gestellt. Wie gut, dass man weiß, Christen sehen sich nie zum letzten Mal. Gott behüte Sie. Dankeschön.